Der Lahntalradweg ist eine beliebte Route für Fahrradfahrer. So auch für Christian und David Reinhardt aus Hannover und Bremen. Sie sind in Villmer mit Bürgermeister Matthias Ruppröder verabredet. Hallo. Guten Tag. Da sind wir. Moin. Ihre Radtour hatte einen besonderen Grund und dauerte, wie man ihren gebräunten und gestählten Körpern auch ansehen kann, bereits 24 Tage. Die Route führte von Hannover durch Niedersachsen, über Bremen, Hamburg, Berlin, letztlich durch alle 16 Bundesländer. Nochmal die Pfalz lang, hier rum und jetzt ein bisschen mehr Hessen und Pfalz und so weiter im Schnitt. Jetzt sind wir ungefähr hier. Auf dem gemeinsamen Rad, auch nur ein Fahrrad. Und wir haben so als Ursprungsmotto genommen aus 2 mach 1, 30 Jahre ist die Grenze offen und in 30 Tagen wollen wir alle Bundesländer einmal bereist haben. Wir machen eine Sponsorentour oder auch Benefiztour für eine Arbeit in Hannover, eine Drogenhilfearbeit, die wir besonders schätzen und wo ich auch ehrenamtlich seit 10 Jahren mitarbeite. Und da die auch immer wieder besonders für die Zeit nach der Drogentherapie Geld brauchen für die Menschen, die noch länger bleiben wollen und noch mehr Betreuung brauchen, haben wir gedacht, wir treten in die Pedale und tun, was wir können, damit vielleicht Leute aufmerksam werden auf die Arbeit. Bei der christlichen Drogenhilfe Neues Land geht es mehr als um einen einfachen sozialen Dienst. Viele Mitarbeiter teilen ihr Leben mit drogenabhängigen Menschen und nehmen sie in ihrem Haus auf, bilden therapeutische Hausgemeinschaften. So findet der Patient oder der Gast neben therapeutischer Hilfe auch ein Zuhause und eine neue Zugehörigkeit. Die hat sich jetzt durch die erfolgreiche Arbeit in den letzten 30, 40 Jahren ziemlich vergrößert und haben insbesondere auf dem Land haben sich da 2 große Standbeine erarbeitet, um eben diese Nachsorge so erfolgreich zu machen, dass die Menschen nicht wieder rückfällig werden, das heißt ein Umfeld schaffen, aus dem die Menschen nicht so leicht wieder an Drogen kommen oder an die gleichen Personen gelangen, dass sie nicht an Drogenumschlagspunkten irgendwie auch fußläufig nicht so schnell dahin kommen, dass sie eine gute Arbeitstherapie haben, also Beschäftigungstherapie. Und das ist eben alles nur zu schaffen, wenn es eine gute Betreuung gibt, eine umfassende Betreuung und eben nicht so viel Ablenkung. Daneben bietet Neues Land Streetworker, einen Kontaktcafé, eine Clearingstation, also ein Auffanghaus mit medizinischer Ambulanz und Beratungsstelle, Therapiearbeit auf dem Land und diverse Nachsorgeangebote. Doch wie kommt man bei so einer Tour an Sponsoren und Spendengelder? Ja, wir haben im Vorfeld einige Leute gefragt, wir haben hier was Verrücktes vor. Mögt ihr verrückte Leute? Gläser sorgt für Bewegung. Bereits seit 3 Generationen sorgen wir für die Mobilität unserer Kunden. Mountain oder E-Bike, Trekkie oder Sportrad. Bei Gläser haben Sie eine große Auswahl bekannter Markenräder. Probefahrten und Werkstattservice gehören bei Gläser selbstverständlich dazu. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ja, wir haben im Vorfeld einige Leute gefragt, wir haben hier was Verrücktes vor, mögt ihr verrückte Leute? Und dann haben wir ihnen ein paar Vorschläge gemacht, zum Beispiel pro Kilometer oder Höhenmeter oder Regentag oder eben für jedes Bundesland irgendeine kleine Summe zu spenden. Und wir haben Leute im Vorfeld gefunden, die das gemacht haben. Und dann haben wir noch bei den Quartieren gefragt, ob jemand Menschen kennt, die irgendwo uns unterbringen würden, und haben immerhin die Hälfte der Quartiere privat vermittelt bekommen. Und das eingesparte Geld können wir dadurch auch in die Spendenkasse tun. Genau, also 15 Quartiere waren eben privat oder sind eben privat übernommen worden, und dann sind noch 15 Quartiere über. Und dann haben wir eben bei allen fehlenden Orten haben wir die Bürgermeister angeschrieben und gefragt, können Sie sich vorstellen, ein Quartier, was wir dann entweder buchen oder was die für uns buchen, da die Kosten zu übernehmen. Fast die Hälfte. Der Bürgermeister hat gesagt, ja, sie übernehmen die Kosten, und das ist für uns natürlich total schön. Dazu kommt, dass wir eben 50 Euro dann selber an die Spendenkasse zahlen können, weil für uns ja diese Quartierkosten, die wir sonst gehabt hätten, wegfallen. Ja, und hier am Ort gab es auch einen netten Bürgermeister, genau, der gesagt hat, ich unterstütze das gerne. Jedenfalls haben wir uns sehr gefreut über diese nette Rückmeldung und haben uns auch heute gefreut, hierher zu fahren, weil wir genau wussten, heute treffen wir wieder einen netten Menschen, der gleich kapiert hat, worum es geht, und der bereit war, auch zu sagen, hier, sowas kann man gerne unterstützen. Also zum einen, ich fand die Idee sehr gut, wie 2 Menschen, die im Grunde genommen nichts damit zu tun haben, die selbst keine Probleme in der Richtung haben, anderen Menschen helfen möchten.
Und die Idee an sich, die ist sehr originell. Und da ich selbst auch jemanden kenne, der auch so ein Problem hat und es ist immer schwierig, solchen Menschen zu helfen, war ich gern bereit, das zu unterstützen. Gerade weil sie auch wiederum dann Menschen unterstützen, die es professionell machen. Manch einer mag sich fragen, wie man 30 Tage und Nächte, jede Minute und Sekunde miteinander auskommen kann. Ich habe es mir tatsächlich schwieriger vorgestellt. Also man merkt dann doch, wir sind uns ähnlich, wir kommen aus dem gleichen Stall oder ich komme aus seinem Stall sozusagen. Ne? Ja. Irgendwie funktioniert das dann doch. Ich hätte auch mir gut vorstellen können, dass er sagt, nee, also über 4 Wochen in meinen Sommerferien weg, auch von der Frau und jetzt fast Baby, also es kommt in 2 Monaten. Das ist schon Opfer, schon eine Herausforderung. Aber er hat ja gesagt und jetzt habe ich auch gemerkt, so ähnlich wie er sagt, man kennt sie schon ganz gut, aber es war bisher auch schon eine tolle Zeit, sich eigentlich noch besser kennenzulernen und ich finde, das ist noch ein Nebeneffekt dieser ganzen Tour. Wer von beiden tritt wohl kräftiger in die Pedale? Aber man spürt ja nicht sozusagen sich selbst mittreten, also man spürt ja immer nur, wie der andere tritt. Das heißt, man kann gar nicht so richtig vergleichen, ist das jetzt mehr oder weniger. Wir sind doch ähnlich fit. Ja, genau. Und durch die Tour sind wir auch noch fitter geworden. Und es ist gut, dass man wechseln kann. Das ist bei dem Fahrrad wirklich toll, weil das vorne eine andere Position ist. Man sitzt mehr und tritt nach vorne, sind andere Muskeln so ein bisschen mehr beteiligt. Und hier hinten ist mehr die normale Fahrradposition. Da tritt man mehr nach unten. Aber das ist ganz schön, dass man wechseln kann. Und alle so 30, 40 Kilometer haben wir meistens gewechselt. Ja, das ist klar. Ich habe ja hier Hilfe, aber der muss sich dann um seine schwangere Frau kümmern. Das geht auch. Ja. 30 Tage und 3000 Kilometer auf dem Tandem durch 16 Bundesländer hinterlässt viele Eindrücke, die sich nicht alle schildern lassen. Aber eines wird Vater Reinhard besonders im Gedächtnis bleiben. Ich bin selber in West-Berlin groß geworden, da gab es noch alle Grenzen und ich musste, wenn ich in Urlaub fahren wollte oder auch nur nach Westdeutschland, muss ich immer durch 2 zähe Grenzen fahren, um überhaupt dahin zu kommen. Und dass man jetzt einfach so über jede Grenze, die man kaum merkt, die nur in der Karte vermerkt ist, über jede Grenze fahren kann, ohne dass jemand nochmal kontrolliert, ist schon ein besonderes Erlebnis. Also für mich auf jeden Fall. Er hat es kaum erlebt, da war damals 5 oder so bei der Wende. Aber das ist für mich erstmal herausragend von dem, was ich als Schönem mitnehmen kann. Außer auch Vater-Sohn-Zeit, aber das schon, die Vielfalt.